Die Sache ist die, wo sind wir gestartet? In Bonn. Bonn ist eine Stadt mit, das Bundesdorf, ne, eine Stadt mit 230.000 Einwohner, 250.000 Wahlberechtigte. Wir hatten also ein Quorum, was wir sammeln mussten, an ungefähr 10.000 Unterschriften. Die haben wir natürlich locker erreicht. Und das liegt zum einen daran, dass Bonn vom Fahrradklima her relativ schlecht aufgestellt ist, mit einer Note von 4,2 im Fahrradklimatest. Also die Frustration war einfach hoch, und auf der anderen Seite aber auch ein sehr hohes Potenzial hat, ne? Der Model Split in Bonn ist bislang erst bei 15% und das eigentlich konstant die ganzen letzten Jahre. Da hat sich nicht viel getan, und das, obwohl Bonn halt Fahrradhauptstadt 2020 werden wollte. Das war also somit klar, dass sich die Fahrradbubble beschweren würde im Jahr 2020. Und das hat sich irgendwie ergossen jetzt quasi in einem Radentscheid, diese Frustration. Und das war der Grund, weshalb sich dann 2019 der Radentscheid gegründet hat und 2020 wir loslegen wollten. Dann kam allerdings Corona. Und wir wollten im März eigentlich beginnen. Allerdings hat das nicht geklappt. Und wir konnten erst dann 4 Wochen später starten. Oder 6 Wochen später, und sind dann im Mai gestartet mit der Unterschriftensammlung und haben dann versucht. Ich glaube, jetzt könnte man was sehen. Ist das richtig? Ja, jetzt sollte es klappen. Also, Sie sehen jetzt hier ein Bild, Unterschriften, Sammlung in Zeiten der Pandemie. Okay, wunderbar. Genau, wir mussten die Unterschriftensammlung dann den Start halt verlegen und haben dann erst im Mai angefangen zu sammeln und uns getraut, halt an die Öffentlichkeit zu gehen und halt loszulegen. Genau. Hinter uns stand ja ein breites Bündnis an UnterstützerInnen, einmal die Verbände als auch kleine Geschäfte, kleine Initiativen aus Bonn. Bonn ist eine bunte und politische Stadt, und da hatten wir sicherlich ein sehr großes Bündnis hinter uns versammeln können, was uns geholfen hat. Das hatte ich so ungefähr gesagt. Was noch eine Spezialität in Bonn war, ist, dass es bereits dieses Verfahren des Bürgerbegehrens halt schon 20 Mal gab. Also das war halt bekannt. Und die Leute haben sich nicht gewundert, wenn man auf die Straße ging und sagte, wir sammeln Unterschriften für unser Bürgerbegehren, dann war das ein klares Verfahren, und die haben nicht groß sich gewundert. Das war sicherlich etwas, was uns in die Karten gespielt hat. Und dann im September letzten Jahres waren in NRW Kommunalwahlen, und das war eigentlich von vornherein klar, dass das unser Ziel ist, so die politisierte Stimmung in der Stadt vor den Kommunalwahlen mit aufzunehmen und zu nutzen. Und das haben wir gemacht, indem wir Unterschriften gesammelt haben. Das ist unsere Unterschriften Liste. Ihr kennt das halt, viele Forderungen, die üblichen eigentlich, die Kostenschätzung drauf. Und unten ist dann noch nur noch Platz für 6 Unterschriften. So sehen die meisten Unterschriftenlisten aus. Eine Besonderheit vielleicht noch, die wir gemacht haben: Wir haben auch eine Unterschriftenliste für Kinder und Jugendliche, die haben wir erst ab 16 unterschreiben darf, quasi gemacht, um einfach auch die Kinder mit einzubinden. Und so haben halt auch 400 Kinder einfach zwischendurch, wenn die Eltern unterschrieben haben, auch unterschrieben oder ihre Stimme abgegeben und gezeigt, dass sie auch eine kindergerechte, klimagerechte und lebenswerte Stadt möchten. Das waren unsere Unterschriftenliste oder unsere Unterschriftensammlung, beruht eigentlich so auf 4 Säulen quasi. Das war einmal Download von Unterschriften, einer Unterschriftenliste von der Homepage. Zweitens, dass wir Sammelstellen akquiriert haben, also Geschäfte, Supermärkte, Büros, alles mögliche Orte, wo wir unsere Unterschriftenlisten ausgelegt haben, und dass wir
drittens einmal eine Beilage der Unterschriftenliste in Zeitschriften, das war einmal der ADFC Rückenwind und eine Umweltzeitung und viertens, dass wir im öffentlichen Raum gesammelt haben. Das sind eigentlich so die vier Möglichkeiten, wie wir Unterschriften gesammelt haben. Der Download der Unterschriftenliste, wäre eine Homepage mit einem Erklärvideo dabei und wir haben ein Postfach eingerichtet. Und auf der Homepage gab es dann eine Karte, wo alle Sammelstellen und private Briefkästen, also von uns halt die Briefkästen aufgeführt waren, wo man die Unterschriftenliste, die man ausgedruckt hat, seinen Freund hat unterschreiben lassen, einwerfen konnte. Was man dazu sagen muss, das hört sich super an, ist auch sicherlich ein gutes Angebot, aber die Schwelle ist schon relativ hoch. Es muss halt ausgedruckt werden, man muss eine Briefmarke, man muss es einwerfen. Und ich habe selber in einem parallelen Bürgerbegehren, was ich eigentlich unterschreiben wollte, hatte ich mir die Unterschriftenliste ausgedruckt es hat sehr lange gedauert, bis ich sie weiter bearbeitet und eingeworfen. Also das Ganze ist schon eine nicht unterschätzende Schwelle, die besteht. Und häufig halt muss man die Leute natürlich auch auf seine Homepage bringen und so weiter. Also es ist eigentlich eher etwas, um die Bubble zu mobilisieren und weniger, um weiter Reichweite zu erlangen. Zweitens Sammelstellen. Wir hatten halt 120 Sammelstellen in ganz Bonn verteilt, akquiriert. Das heißt, wir sind in die Geschäfte gegangen, haben gesagt, können wir hier unsere Unterschriftenliste auslegen. Das haben wir halt alles schon vor der Pandemie gemacht, ne, und haben die akquiriert, mit denen gesprochen und so weiter. Was man sagen muss, ein wirklich hoher Aufwand ist. Man muss in die Geschäfte reingehen, mit denen sprechen, erklären, von wem man kommt, was man macht, worum es geht. Quasi, wie das Ganze aussehen soll, dass wir dir eine Unterschriftenliste, Material mit dorthin bringen und so weiter, gerne ein Plakat aufhängen würden und so weiter und das Ganze dann im Frühjahr machen wollen. Das war sozusagen ein nicht zu unterschätzender Aufwand, der das ist, und die Sammelstellen hatten eine sehr, sehr unterschiedliche Ausbeute. Manchen waren die Unterschriftenlisten irgendwann unter den Tresen verschwunden oder ganz verschwunden. Nichtsdestotrotz war es sicherlich eine gute Werbung und auch war in weiteren Gesprächen dann mit der Verwaltung und so weiter ist einfach und mit den Einzelhandelsverbänden selbst halt das immer ein gutes Argument zu sagen, hier, wir hatten viele Geschäfte, die auch hinter uns standen, die für uns Unterschriften gesammelt haben. Dritte Säule der Unterschriftensammlung, dann die Unterschriftenliste als Beilage einmal im Rückenwind des ADFCs und in einer Umweltzeitung mit insgesamt also eine Auflage von 14.500. Davon kam was zurück, wir sahen das sozusagen an den eingesendeten Unterschriftenlisten, allerdings häufig muss man sagen, auch nur Unterschriften aus dem einen Haushalt. Das heißt, da waren zwei Unterschriften oder drei Unterschriften drauf. Das war nicht so, dass diese Unterschriftenliste dann komplett ausgefüllt wurde uns zugeschickt wurde. Also es hat einen gewissen Effekt, aber auch nicht den ganz groß durchgreifen. Ich glaube, unsere vierte Säule, und das sage ich schon mal vorhin, das war das trotz Pandemie effektivste und erfolgreichste, was wir gemacht haben. Wir haben einfach im öffentlichen Raum gesammelt. Das heißt, jeder darf zu jeder Zeit Unterschriften sammeln im öffentlichen Raum und muss dies nur anmelden, wenn er da einen Stand aufbaut, also einen Infotisch aufbaut und so weiter. Das haben wir in der Regel gar nicht gemacht, sondern wir haben unsere Fahrräder, Fahnen, Ähnliches benutzt, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen und dann einfach die Leute direkt auf der Straße, auf dem Radweg und so weiter angesprochen. Das Problem war natürlich zu Corona-Zeiten, dass es keine Veranstaltung gab. Und Veranstaltungen mit Warteschlangen, eigentlich das, was uns von anderen Radentscheiden empfohlen wurde, immer die zu nutzen, Warteschlangen zu nutzen, wo Leute warten und gar nichts anderes zu tun haben, als zum Beispiel so eine Unterschriftenliste zu unterschreiben. Das gab es nicht. Alles wurde natürlich getan, um keine Warteschlangen entstehen zu lassen. Nichtsdestoweniger
gab es, waren viele Menschen draußen auf der Straße, auf den Radwegen, und die konnten wir ansprechen. Insgesamt hatten wir sehr positives Feedback von den BonnerInnen. Also es gab sehr wenige, die gesagt haben, wir könnten das jetzt gerade hier in Pandemiezeiten machen und so weiter. Nee, ich unterschreibe doch nicht, das finde ich jetzt eklig. Wir haben immer ein gewisses Hygienekonzept mit implementiert. Also wir hatten immer Desinfektionsspray dabei und gegebenenfalls halt auch, wenn es wirklich Versammlungen gab, auch einen Mund-Nasen-Schutz getragen und haben das Ganze immer nur draußen gemacht. Na, das war... und haben das Ganze nicht in großen Gruppen gemacht. Wir haben uns selbst nicht untereinander groß getroffen, sondern nur mit sehr kleinen Gruppen, häufig nur zu zweit oder zu dritt, halt an eine Stelle gestellt und dort Unterschriften gesammelt. Das insgesamt so in der Gruppe ist natürlich dann auch einfacher für Leute aus der Initiative, das zu machen und Leute anzusprechen. Es ist natürlich eine Schwelle, Leute auf der Straße anzusprechen, wenn man das aber in der Gruppe waren das jetzt nicht nur dann die Rampensäue sozusagen, also die ja überhaupt kein Problem mit haben, sondern es haben viele mitgemacht, aber am Ende haben wir diesen ganz großen Anteil der Unterschriften doch mit einem relativ überschaubaren Kreis von so circa 15 bis 20 SammlerInnen erzielt. Also es waren sehr häufig immer wieder die gleichen. Was ich positiv ausdrücken will damit, ist, dass man auch mit wenigen Leuten sehr viel erreichen kann. Und so haben wir es fast jeden Samstag in der Regel halt eine kleine Gruppe von Aktiven zusammenfinden können und haben uns über einen Slack-Channel koordiniert und so, dass wir ein paar Stunden gesammelt haben. Und in dieser Zeit halt sehr, sehr viel Unterschriften eingesammelt haben. Also man brauchte keine wirkliche Überzeugungsarbeit in der Regel leisten. Vielen war das Ganze auch schon bekannt. Das war halt bedingt durch Social Media und Ähnliches, waren wir in der Öffentlichkeit bekannt. Und so wurde es unser erfolgreichstes Sammelformat trotz Pandemie. Insgesamt haben wir so 28.074 Unterschriften gesammelt. So sieht das aus. Und das war ungefähr überschlagen etwa 60%. Also dass wir trotz Pandemie das Sammeln im öffentlichen Raum halt, das war das Erfolgsrezept. Wir haben ein paar Aktionen gemacht, das kennt ihr, Critical Mass haben wir ein paar Mal gemacht, wir haben eine Pop-Up-Bike-Lane als Demo gemacht, zweimal, gar nicht so sehr, um jetzt die Stelle zu kennzeichnen als eine Stelle, die unbedingt umgebaut werden muss, obwohl die auf jeden Fall umgebaut werden sollte, aber einfach eine Stelle, die sehr viel befahren ist, halt den Radverkehr aufgebohrt, sodass und dann einfach am Anfang und am Ende die Leute angesprochen, und da haben halt unfassbar viele natürlich unterschrieben. Wir hatten eine Plakataktion mit Großplakaten, gesponsert von Fahrradläden, sodass es in der Stadt bekannt wurde und als dann geholfen hat, die Unterschriften einzusammeln. Wir hatten, wie beschrieben, Sammelevents an belebten Orten, wichtig dabei. Also so sah das dann manchmal aus, wenn wir als kleines Team von zwei Leuten uns irgendwo hingestellt haben. Haben auf Abstand natürlich geachtet, Desinfektionsspray dabei gehabt und haben zum Beispiel die Unterschriftenliste am Fahrrad vorne montiert, sodass man wirklich kontaktfrei unterschreiben konnte. Wir da niemanden gefährden wollten und niemanden gefährdet haben, denke ich. Wir hatten noch einen Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche, wo Kinder ihre Straße, wie sie sich die vorstellen, malen konnten. Wir haben an Demonstrationen natürlich teilgenommen, wie zum Beispiel im globalen Klimastreik, auch natürlich eine Möglichkeit, sehr viele Unterschriften noch zu sammeln. Und das war dann sozusagen die Erfolgskurve. Wir haben im Mai angefangen, im September zu den Kommunalwahlen aufgehört. Die grüne Kurve ist der Anstieg der Unterschriften. Wir haben so alle zwei Wochen ungefähr gezählt. Und das waren die großen Events, muss man sagen. Blau ist dargestellt, die Unterschriften pro Tag. Großen Events, Pop-Up-Bike-Lane. An einem Tag einfach mit 20 Leuten am Rhein sammeln. Da hatten wir über 1500 Unterschriften. Das waren die großen Effekte,
und dann einfach das verstetigen, dass wir immer jeden Tag eigentlich über 100 Unterschriften pro Tag hatten, indem wir immer wieder auf die Straße gegangen sind, einfach und dann einen kleinen Endspurt eingelegt haben. Die letzten Wochen kamen einfach nochmal ein bisschen Rücklauf, sodass wir am Ende mit sehr vielen Unterschriften da waren. Ja, mehr als das Quorum gesammelt, deshalb, weil wir natürlich ein starkes Mandat für die Verkehrswende brauchten. Wir wollten raus aus der Bubble. Wir wurden so das erfolgreichste Bürgerbegehren Bonns, also die meisten Unterschriften, die je in Bonn für ein Bürgerbegehren, obwohl es schon 20 gab, gesammelt wurden. Und zusätzlich noch, natürlich, es war die Kommunalwahl und viele wollten da einfach einen Wechsel in der Kommunalpolitik, weil sich einfach die Fahrradhauptstadt 2020 nicht bewahrheitet hat und die wollten wir dann zumindest für 2025 erreichen und in Bonn implementieren. Und dadurch musste sich natürlich auch die Politik ändern. Die Kommunalwahl lief dann für viele von uns zu einem erfreulichen Ergebnis mit einer Linkskoalition, die sich dann gebildet hat, und einer grünen Oberbürgermeisterin. Und der Wahlabend war somit auch das Ende unserer Unterschriftensammlung, was wir dann in kleinem Rahmen etwas gefeiert haben und dann spontan aufgrund des Ergebnisses, was wir gut fanden, eine kleine Critical Mass zum Stadthaus gemacht haben. Hier ist meine Tochter, die der neuen Oberbürgermeisterin gratuliert, Corona-konform natürlich, und so, dass wir dann an die neue Oberbürgermeisterin unsere Unterschriften am 2. November überreichen konnten, als erfolgreichstes Bürgerbegehren Bonns. Also Fazit, was zählt es auf dem Platz? Analoge Unterschriften sammelt man am ehesten im analogen Raum ein. Das heißt nicht, dass man das jetzt so, dass ich sagen kann, das muss man so machen. Auch in der momentanen Corona-Situation, das Quorum hätten wir auch erreicht, ohne auf die Straße zu gehen. Aber es ist sicherlich das Erfolgreichste. Und wenn man nachher sagt, man sollte immer halt quasi kommunizieren, wir haben so und so viele Unterschriften gesammelt, trotz Corona, weil Corona sicherlich halt massiv, die Einschränkungen im öffentlichen Raum natürlich massiv die Unterschriftensammlung einschränkt. Auch wenn Corona das Fahrradthema vielleicht mehr aufs Tableau bringt, ist doch das Sammeln von Unterschriften, also das Verfahren, doch massiv eingeschränkt. Und wir hatten so die Faustregel gefunden, dass eine Stunde an einem belebten Platz mit einer Person Unterschriften sammeln, Menschen ansprechen, in der Regel also mehr Unterschriften gibt als eine Woche an 10 Sammelstellen zum Beispiel. Einfach der direkte Ansprache, das, was wir als Radfahrer natürlich auch und als Fußgänger gut können, den öffentlichen Raum zu beleben, Menschen ansprechen quasi, ne, direkt unmittelbar mit ihnen verbunden zu sein. Das war das Erfolgreichste. Ne? Sammelstellen sind sehr unterschiedlich, geht halt erfolgreiche, das sind halt diejenigen, wo die Leute selber dahinter stehen und die Leute ansprechen. Ein Thema, was mir auch immer wieder am Herzen liegt bei der ganzen Kampagne, war, dass man das Thema halt nicht verzwergen sollte. Fahrrad ist einfach mehr als Umweltschutz, sondern es ist halt eine ganze Menge mehr. Und die Aktionen, die wir gemacht haben, Critical Mass, Power Biking, das sind die Möglichkeiten, wirklich auch das Netzwerk zu aktivieren. Da haben dann Greenpeace, da hat der ADFC mitgemacht, da haben ganz, ganz viele mitgemacht. Diese Aktionen sind immer möglich, um ganz viele zu involvieren. Und als letztes natürlich das rheinische Grundgesetz, Kürt und hätte noch immer Jodje Jange, sollte man sich auch immer vor Augen führen. Optimismus ist bei der ganzen Sache auf jeden Fall angebracht. Es wird alles sehr erfolgreich sein. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank, Dominik. Ich habe mich sehr überzogen, es tut mir leid. Dein Beitrag ein bisschen überzogen, aber ich glaube, wir sind noch im Rahmen. Also vor einer Minute hätten Jakob und Antje anfangen sollen, aber ich denke, das können wir noch verkraften. Vielen Dank erstmal für dich, und wir machen jetzt hier einen fliegenden Wechsel. Und